Hallo hier aus dem Innenhof des Europäischen Parlaments in Straßburg. Sehr ereignisreiche Woche hier. Wir haben begonnen mit einem traurigen Moment am Montag. Wir haben unseres Präsidenten gedacht, der in der letzten Woche überraschend verstorben ist. Dann hatten wir die Neuwahl des Präsidiums, sehr erfolgreich für uns von der Europäischen Volkspartei. Mit Roberta Metsola haben wir eine junge Frau aus Malta zur Präsidentin des Europäischen Parlaments gewählt. Der erste Vizepräsident kommt aus Österreich, Othmar Karas. Dann war Emmanuel Macron hier, der Präsident Frankreichs, und hat uns seine Ziele für die französische Präsidentschaft in der Europäischen Union in diesem Halbjahr vorgestellt. Wir haben uns auch mit Tierwohl beschäftigt. Wir hatten jetzt über 1,5 Jahre einen Untersuchungsausschuss über Tiertransporte in der Europäischen Union, dem ich selbst angehört habe. Und wir haben in dieser Woche hier den Schlussbericht dieses Untersuchungsausschusses abgestimmt und genehmigt. Weiter geht es nun heute und morgen hier im Plenarsaal des Europäischen Parlaments mit der Plenartagung der Konferenz über die Zukunft Europas. Inzwischen haben in ganz Europa Bürgerforen stattgefunden. Wir werden nun heute hier die Ergebnisse dieser Bürgerforen bewerten in Arbeitsgruppen. Ich gehöre selbst zur Arbeitsgruppe Klimaschutz und Umwelt. Und am morgigen Samstag werden wir dann gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus den nationalen Parlamenten und vor allem auch mit den Vertretern der europäischen Zivilgesellschaft hier im Rahmen der Plenartagung über diese Ergebnisse sprechen. Das war das Wichtigste von dieser Plenarwoche hier in Straßburg. Schönen Tag!